Dieser Sommer ist entschieden zu stickig, Holmes. Warum fahren Sie nicht aufs Land in Urlaub, Watson? Eine hervorragende Idee, Holmes. Werden Sie mich begleiten? Ich denke, ich werde stattdessen diese Nachricht von Scotland Yard beantworten. Scotland Yard? Erinnern Sie sich, dass wir gestern einen Hilferuf erhalten haben? Ja, man bat uns, das Rätsel um den mysteriösen Tod eines armen, bedauernswerten Malers zu lösen. Keine Verdächtigen, keine Hinweise, aber sie sagten, sie hätten keine Zeit für diese Art von Arbeit. Aber ich habe gerade erst erfahren, dass der junge Mann aufgefunden wurde, eingerollt in einem bemerkenswerten Teppich. Bemerkenswert? Ein wertvoller persischer Teppich, der gestohlen wurde. Und? Das ändert alles, Watson. Werden Sie mich begleiten? Mein lieber Watson, wir wollen uns mit dieser Angelegenheit vertraut machen. Wir können zum Untersuchungsschauplatz gehen und auch bei Scotland Yard vorbeischauen. Ja, und damit heiße ich euch willkommen zum Start von einem weiteren Sherlock Holmes Teil, der jetzt schon komplett anders ist als der erste. Die Figuren von der Optik her sind identisch. Ich weiß noch nicht, wie es von der Steuerung her ist, weil ich habe mich bis jetzt noch nicht bewegt, also so vom Verhalten her, ne? Aber anscheinend haben sie auf jegliche Sprachausgabe verzichtet, wenn noch nicht mal dieser Anfangsteil irgendwie unterlegt worden ist mit einer Audio. Also ja, hoffe ich mal, dass es nicht so viele Dialoge gibt. Also werdet ihr hauptsächlich mich schwatzen hören. Hey, das ist doch super, ne? Ja, der Teil auf jeden Fall ist von 2008, hat wohl das erste Mal irgendwie auch Wimmelbildchen vorhanden. Also ich kenne Wimmelbildchenspiele, ich weiß nicht, wie es jetzt hier der Fall ist, aber anscheinend kann man auch Dinge kombinieren. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich war schon überrascht ganz am Anfang. Ich hatte die Wahl zwischen drei verschiedenen Spielmodi. Einmal einem Spielmodi, wo die Ermittlungen Schritt für Schritt vorankommen. Also so eine einfache Variante, sag ich mal, mit leichten Rätseln. Und sieben Rätsel können auch ungelöst übersprungen werden. Dann gibt es noch dazu den schweren Part, wo es halt schwere Rätsel gibt und man nur drei Rätsel überspringen kann, aber auch diese Schritt für Schritt übermitteln. Und dann den Adventure-Modus, wo es auch schwere Rätsel gibt. Drei Rätsel kann man überspringen, aber es ist eine freie Ermittlung. Und ich habe einfach mal genau diesen Spielmodi gewählt, einfach weil es vorher immer Schritt für Schritt war und ich einfach mal sehen wollte, wie so dieser freie Ermittlungsstil dann so aussieht. Einfach mal was anderes halt, ne? Das Spiel ist halt auch anders als Vorgänger und glaube auch Nachfolger. Ja, also herzlich willkommen bei den neuesten Ermittlungen. Sie werden den berühmten Detektiven Sherlock Holmes verkörpern. Sie müssen Schauplätze besuchen, um Hinweise zu finden und Verdächtige zu entdecken. Der Kriminalbericht liegt bei Scotland Yard bereit. Die Polizei wird Ihnen ermöglichen, Verdächtige zu verhören und Zeugen zu vernehmen. Machen Sie Gebrauch davon. Selbstverständlich steht Ihnen Ihre Wohnung in der Baker Street 221b zur Analyse von verschiedenen Stoffen und zur Aufzeichnung Ihrer Schlussfolgerung zur Verfügung. Viel Glück, Holmes. Sie müssen auf jeden Fall die am unteren Bildschirmrand angezeigten Objekte einsammeln. Ah, okay. Klicken Sie mit der Maus, um Objekte einzusammeln. Wenn sich der Cursor in ein Vergrößerungsglas verwandelt, haben Sie Zugriff auf die vergrößerte Ansicht. Oh, wer hätte das gedacht? Der Cursor kann sich auch in Zahnrad verwandeln und zeigt so an, dass eine Aktion durchgeführt werden muss. Sie haben die Wahl, ob Sie ein oder mehrere Werkzeuge anwenden wollen. Das kleine Zahnradsymbol zeigt an, dass in der Szene weitere Kombinationen möglich sind. Es wird gegolten, sobald alles erledigt ist. Ah. Um diesen Brief lesen zu können, müssen Sie alle Teile zusammenfügen. Um das Puzzle zu starten, müssen Sie lediglich das zerrissene Papierstück über das Puzzle-Symbol ziehen. Okay. Um die nahen Sicht zu verlassen, klicken Sie auf das Schließensymbol da oben rechts. Die Zeichen oben erlauben den Wechsel zwischen den verschiedenen Bildausschnitten von links nach rechts. Aha. Die Wohnung in der Baker Street, die Karte der verschiedenen Untersuchungsschauplätze und Scotland Yard, okay. Und im Inventar zeigen die Puzzleteile an, wie viele Puzzle noch zu lösen sind. Wenn sie golden werden, wurden alle Rätsel gelöst. Über den Hinweisschalter erhalten Sie Hilfe. Wenn Sie darauf klicken, leuchtet eines der versteckten Objekte auf. Sie spielen unter Zeitlimit, weil Sie offiziell nicht berechtigt sind, Untersuchungen durchzuführen. Sie können das Spiel pausieren, wenn Sie die Escape-Taste Ihrer Tastatur betätigen oder indem Sie mit der Maus auf die Uhr klicken. Es gibt auch so anscheinend ein Zeitspielmodi, wo man irgendwie 30 bis 45 Minuten oder so Zeit hat, ein Level zu lösen. Schafft man das nicht in der Zeit, ja, beginnt das Level halt von neuem und muss es halt erneut versuchen und hoffentlich schaffen.
Aber den habe ich ausgestellt. Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt mit diesem Zeitlimit, aber ich glaube eher nicht. Das kann man auch jederzeit halt in den Einstellungen ein- und ausstellen, soweit ich das gesehen habe. Die Zeichen oben erlauben den Wechsel zwischen den verschiedenen Bildausschnitten. Das haben wir schon gelesen. So, okay. Da ist ein Puzzle. Also wir können Scotland Yard und dies und das und jenes signieren. Schlussfolgerungstafel. Labortisch. Aber halt, das können wir machen. Aha. Das ist so ein Überblick, ne? So, okay, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir direkt zu Scotland Yard. Okay, also so ist das alles aufgebaut. Interessant. Ich weiß nicht, ob es mir gefallen soll oder nicht, weil ich das halt von den anderen Sachen so gewöhnt war und jetzt dieser Teil halt so herausfällt. Hier ist der Kriminalbericht, den wir bekommen haben. Lesen Sie den Text und wählen Sie die Worte aus, die mit den unten angezeigten Gegenständen in Verbindung stehen. Okay. Ja. Londoner Polizei, Scotland Yard, Kriminalbericht. Vincent Gordon, 20 Jahre alt. Ausschnitt aus dem Bericht. Das Opfer ist der Polizei bekannt. Dieser junge Künstler, erst kürzlich in London angekommen, stand unter dem Verdacht, an verschiedenen Diebstählen beteiligt zu sein. Er wurde aus Mangel an Beweisen freigelassen. Er zog aus der Pension Benson aus, wo er seit einem Jahr logiert hatte. Adresse zurzeit unbekannt. Das Opfer wurde mit einer scharfen Waffe getötet. Die Stiche gingen in den Rücken. Das Opfer war in einen Teppich eingerollt, zufällig eines der aus den Sparrow-Residenz gestohlenen Objekte, siehe Archiv. In Anbetracht der Blutmenge auf dem Teppich ist das Opfer zweifellos auf diesen Teppich getötet oder direkt nach dem Mord darin eingewickelt worden. Es ist möglich, dass das Opfer nicht an der Stelle getötet worden ist, an der der Körper gefunden wurde, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Teppich dorthin transportiert wurde und an der zweiten Stelle zurückgelassen wurde. So oft ein wurde, wurde, wurde. So, wir haben auf jeden Fall den Teppich. Das da. Da, Teppich. Dann Blutmenge und scharfe Waffe. Aber warum ist das nur so komisch? Und das ist nicht mehr so dick. Bravo, Home, welch ein Talent! Ach, Waffe getötet. Naja, zählt trotzdem, ne? So. Klicken Sie auf Zeugenaussagen, um die Augenzeugen zu untersuchen. Okay. Ach so, als gelesen zu markieren. Ja, also ich kann das sehr gut markieren. Bravo, Holmes. Welch ein Talent. Oh, ich bin so gut, ne? Okay, hier ist anscheinend auch nichts mehr zu machen. Gut, dann gehen wir hier hin und zwar in die Zementfabrik. Verwüsteter Raum. Dom, dom, dom. So, sammeln Sie alle unten aufgeführten Objekte ein. Das ist echt so ein Wimmelbildspiel, ne? Ach so, guck mal da. Am Anfang gibt es noch halt dieses, ja, mehr Tutorial-mäßige, wo man noch nicht dieses freie Gedöns merkt. Einfach so zum Kennenlernen. Das Blatt wurde zerrissen. Rekonstruieren Sie die Nachricht, indem Sie die Teile an die richtigen Stellen legen. Nehmen Sie ein Stück auf, indem Sie die linke Maustaste benutzen. Mit einem Rechtsklick kann das jeweilige Stück gedreht werden. Ach, ich freue mich immer, wenn man Dinge drehen kann. Gut. Aber ich muss auch noch gedrückt halten. Das stand da nicht drin, ne? Die Ecken sind immer leicht. Deswegen fängt man bei einem Puzzle auch immer mit den Ecken an. Upsa. Das da. So, das ist so rum. Das ist irgendwo oben da. Nee, das ist in der Mitte. Das lasse ich erstmal. Das dürfte dahin. Das dahin. Upsa. So. Dahin. Und dahin. Mr. Gordon, danke für Ihre Hilfe. Ich habe es von Ihrer Miete abgezogen. Somit haben Sie noch 7 Pfund und 50 Penny zu zahlen. Mrs. Pittycott. Pittico. Wir wissen, wo der unglückselige Maler gelebt hat. Benutzen Sie den Hinweisbutton, um versteckt Objekte. Nein, ich will den Hinweisbutton nicht benutzen. Ich sehe doch den Teppich hier. Ich sehe den Teppich und das andere. Was ist das andere? Keine Ahnung. Aber den Teppich sehe ich halt, ne? Wenn der Teppich jetzt gezeigt wird. Ach ne, das ist die. Ach so, die Blutspur habe ich gar nicht gesehen. Das da und das andere? Ach da. Gut gespielt, Holmes. Ich bin so gut. Level abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, um Ihr unglaubliches Talent zur Analyse hat einmal mehr allen Hinweisen einen Sinn gegeben. Ich für meinen Teil bin nicht weit gekommen. So, diese Sache scheint einfach zu sein, Watson. Aber ich erahne bereits etwas Außergewöhnliches. Sollen wir uns Mrs. Pittycotts Zeugenaussage ansehen? Natürlich. Logisch. Da kann ich immer noch nichts machen. Schlussfolgerungstafel, Labortisch, Puzzle, okay.
irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Ich glaube, das wird auch nicht sehr lange gehen. Kann das sein? Vor allem, ich kann das einfach nicht lesen. Das ist doch total doof. Warum ist das in so einer komischen Sprache? Ist das normal? Ich habe halt kein Dings. Es ist doch Deutsch. Und vor allem, das ist ja noch nicht mal Englisch. Das ist irgendwie, das sieht aus wie Polnisch oder sowas. Sie haben einen neuen Schauplatz gefunden, der untersucht werden kann, ja. Oder sind die Zeugenaussagen gar nicht so wichtig? Gordon Zimmer oder Mrs. Petticoat's Garden? Wir gehen erstmal in Gordon Zimmer. Hey, das Zimmer bekommt mir bekannt vor. Das ist dasselbe Zimmer wie bei Das Geheimnis des Silbernen Ohrrings, wo der Barkeeper, glaube ich, war, das gewohnt hat. Da kann ich was vergrößern, okay. Und dann was aufsammeln. Oho, und natürlich wieder benutzen. Yay. Ist ja nicht so, als ob ich die Sachen nicht selber gefunden hätte. So, okay. Wir brauchen eine Vase. Da ist eine Vase. Wir brauchen einen Schwamm oder so. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch irgendwas... Ach, guck mal da. Und das da. Da kann ich auch irgendwas mitmachen. Das Gemälde wurde mit Wasserfarben gemalt. Seltsam. Finden Sie das versteckte Gemälde, indem Sie den angefeuchten Pinsel dazu benutzen, die Farbe einzuweichen, den oberen Schwamm und die Schicht abzutragen. Das kennen wir aus... Ja, den letzten Teil mit Lupin. Da haben wir das ja auch schon gemacht. Ich frage mich natürlich, wie viele Level es dann da gibt. Oh Gott, wie viel muss ich denn davon einweichen? Ich mache einfach so viel, wie es geht. La, 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 la. Also, wie gesagt, wie viele Level es gibt, wie schnell das vorangeht, also... Es ist zwar mal schön, sowas auch zur Abwechslung mal in so einem Stil zu haben, aber wenn man das gar nicht so gewöhnt ist... So, alles ist eingefärbt und dann können wir ja mal das Stück für Stück wegmachen. Am einfachsten wäre es, in der Mitte anzufangen. Aber ich bin so jemand, ich brauche jeden Fleck. Jeder Fleck muss entfernt werden hier. War schon ganz schlimm bei Lupin. Musste man ja auch das eine Gemälde freimachen. Da waren aber die Flächen größer als hier. Aber ich habe so oft was übersehen und alles. Hier ist es ja noch leicht. Hier ist ja das meiste weiß. Da macht sich was bemerkbar. Da zeigt sich was. Bestimmt muss hier auch wieder alles weg. Kann sein, dass ich das ein bisschen vorspule, überspringe oder sonstiges. Ich muss eh viel schneiden, weil ich oft unterbrochen werde. Moment. Und... passt das dann, beziehungsweise ob, da kommt es nicht mal drauf an, ob ich einen Schnitt mehr oder weniger mache. So. Lol, ich hatte die Hälfte noch nicht aufgedeckt und trotzdem, das hat dem wahrscheinlich zu lange gedauert. Oh, ich glaube echt. Oh, verdammt. Oh, ich hätte zwischendurch Pause machen sollen. Das Porträt einer Frau. Es gibt keine Zweifel mehr. Eine Liebesgeschichte. Aber ich war hier noch nicht. Da war ich noch nicht. Okay, Fußabdruck brauchen wir. Da kann ich auf jeden Fall näher angucken. Aber ich habe keinen Schlüssel. Schlüssel muss ich erst finden. Schlüsseldings. Das da? Da? Oh Gott. Vor allem Fußabdruck, der muss doch irgendwo auf dem Boden sein. Das da habe ich auf jeden Fall Drohbrief. Versteckt sich auf dieser Seite eine Nachricht. Dekodieren Sie die Nachricht, indem Sie die Dekodierscheibe den Text ziehen. Versuchen Sie dabei, eine zusammenhängende Nachricht zu entziffern. Klicken Sie, um die Dekodierscheibe abzulegen, und klicken Sie dann auf die Buchstaben in den aufgesparten Löchern, um die Nachricht auf das Blatt zu übertragen. Ich hab doch gar keine. Bei dem? Hallo? Das ist ja das Einzige, was ich hier hab, ne? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich muss das auch nicht verstehen. So, wo ist dieser blöde Fußabdruck? Ich kann hier sonst nichts näher betrachten, ne?
fange an, einfach blöd zu klicken. Aber wo ist dieser blöde Fußabdruck? Ach, guck mal, da war was. Ach, das hätte ich doch gar nicht gesehen. So, das kann ich näher angucken. Aber da bin ich halt der Meinung, dass ich da einfach diesen Schlüssel brauche, den man hier finden kann. Schlammspuren, Buchseite und ein Schuhabdruck. Mein Schuhabdruck kann ich da drinnen doch auch nicht finden. Wo könnte dieser blöde Fußabdruck sein? Oder diese doofe Buchseite? Ah, der Fußabdruck, der muss ja entweder hier irgendwo sein oder halt in diesen Beeten. Oder ist er hier irgendwo, wo ich das nicht sehen kann? Vielleicht auch keinen Hinweis überspringen, Dings da benutzen. Oh, jetzt habe ich das Messer benutzt. Kann ich damit irgendwas machen? Was ist das denn überhaupt? Ein Gartenmesser. Kann ich damit doch bestimmt irgendwas kürzen, hä? Aber keine Ahnung was. Asche, Schlammspur, Buchseite. Ich muss dem Dekodierdings bestimmt auf die Buchseite tun. Bin mir nicht ganz sicher. Da war jetzt wirklich nichts mehr, okay. Okay, okay. Also nur noch hier. Wo ist dieser blöde Fußabdruck? Ich muss es benutzen. Ach, der Schlüssel ist da. Das hat man doch gar nicht gesehen. Ach, guck mal, da ist die Buchseite. Aber der Fußabdruck fehlt immer noch. So, die kann ich auf jeden Fall kombinieren. Ja. So. Warum ist da so ein komisches Häkchen? Das ist halt so echt die Frage, ne? Wie lege ich das? Ah, warte mal. Das kann man ganz gut lesen. Vincent. Das E habe ich nicht. Vincent, ich. Naja, liebe dich, kann nicht kommen. Weil Babe. Bringe dich um. Achso, Vincent, ich bringe dich um. Ja, ja. Vincent, ich bringe dich um. Mary Summer. Der lässt das mit seinem eigenen Namen oder so. Das ist ein seltsamer Brief, der seinen Autor verdächtig erscheinen lässt. Nein, wirklich. So, und jetzt, wo ist der Fußabdruck? Dieser blöde Fußabdruck. Ich bin ja überzeugt davon, dass das in diesem Beet ist. Aber der muss doch dann hier irgendwo sein, ne? Weil hier war ja so eine Schlammspur. Ich klicke jetzt wie doof, weil ich sehe es einfach nicht. Ups, versehentlich aus dem Bild geklickt. Auch gedacht, mit dem Gartenmesser irgendwie was machen. Aber anscheinend habe ich alle Aktionen und sowas Puzzle gefunden. Aber nicht diesen blöden Schuhabdruck. Wo ist dieser doofe Schuhabdruck? Ach, da. Ein neuer Verdächtiger. Bei Scotland Yard. Da gehen wir direkt hin. Klicken Sie auf die Akten der Verdächtigen. Okay. Schauen Sie nach, was die Verdächtigen verbergen. Sie müssen das Vergrößerungsglas verwenden, um die Hinweise in Verbindung mit den Verdächtigen zu finden. Nehmen Sie einfach das Vergrößerungsglas zur Hand und klicken Sie, wenn Sie denken, etwas gefunden zu haben. Mary Summer, 25 Jahre, Schauspielerin am Aston Theater. Ausschnitt aus der Zeugenaussage. Seit ein paar Monaten hatte ich eine Beziehung mit Vincent. Aber ich war diejenige, die ihn unterstützte. Er war schlimmer als ein Kind. Er kann immer in meiner Garderobe oder hinter die Bühne.
Bühne. Ja, ich drohte ihm, weil er ein Schmuckstück verkaufte, das ich ihm als Zeichen meiner Liebe gegeben hatte. Aber ihn zu töten hätte nichts geändert, oder etwa nicht? Glauben Sie, ich wäre zu so einer Tat fähig? Sie schmeicheln mir. Oh. Naja, wenn er vergiftet worden wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, das war sie. So, Lippenstift. Da ist irgendwas. Aha, ach, Ohrring. Ach, das war das Vergrößerungsglas? Keine Ahnung. Eine Haarsträhne. Nagellack auf jeden Fall. Aha, da haben wir, ich glaube, Zigaretten. Oh, Blut. Oh, da haben wir auch komisch Farbe dran. Finde ich jedenfalls komisch. Das ist ja anscheinend hier nicht relevant. Das ist halt ganz normal, dass die Tasche strahlt so extrem aus. Was ist denn da noch was? Irgendwie das eine sah aus wie so ein Haar. Also das da. Irgendwas stand da jetzt auch. Da war irgendwas abgebrochener, keine Ahnung. Abgestorbener? Da ist ja auch nichts Auffälliges. Hier ist nichts Auffälliges. Ach, guck mal, da war was. So, noch das da. Das ist Haar der Schauspielerin. Abgebrochener Nagel, ach so, Ohrring. Muss ich mich denn hierhin bewegen, damit ich da was sehe? Band. Band. Was für ein Band? Das Band, das Band, das Band, das Band. Ach, da ein Band. Ach so. Ich habe da zwar mal ein paar Mal draufgeklickt, aber ist ja egal, ne? Level abgeschossen. Herzlichen Glückwunsch, Holmes. Ihr unglaubliches Talent zur Analyse hat einmal mehr allen. Das alles Sinn ergibt und er ist halt nicht weit gekommen. Ja, ich werde hier an der Stelle einen Schnitt machen. Ich weiß absolut nicht, wie lang jetzt diese Folge ist, weil ich zwischendurch echt längere Pausen gemacht habe. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber, ja, was soll ich sagen? Also, es überrascht mich die Spielweise. Ich hoffe einfach nur, dass das Spiel nicht so lang ist, dass wir das schnell überstehen, weil danach, glaube ich, kommt Jack the Ripper und da dürfte alles wieder ganz, ja, da ist auch alles wieder ganz normal, da ist wieder mit, was wir schon aus Looper kennen, also Ego-Perspektive ist möglich und Audio und dies und das und jenes und nicht mehr alles nur mein Geschwafel, bis zum geht nicht mehr. Und ja, wie gesagt, ich mache einen Schnitt, wir sehen uns also in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tal.